Peru, ein Land, das mit 3000 Kilometern Küste untrennbar mit dem Pazifik verbunden ist. Es beherbergt eine atemberaubende Fauna und ist die Geburtsstätte einiger der höchst entwickelsten präkolumbianischen Kulturen Amerikas. Lima, die einzige Hauptstadt Südamerikas mit Blick auf den Pazifik. Eine moderne Großstadt, die zeitgenössische Einflüsse, uralte Kulturen und das Vermächtnis der spanischen Kolonialzeit miteinander verknüpft. An Land hunderte koloniale Denkmäler und präkolumbianische Heiligtümer. Auf See mächtige Wellen, die Surfer aus der ganzen Welt anlocken. 22 Kilometer Klippen trennen die Straßen der Großstadt vom Pazifik. Das Gefälle hier reicht von 40 Grad an der Bajada Armendariz bis hin zu schwindelerregenden 85 Grad im Miraflores-Distrikt. Die Klippen der Costa Verde, der grünen Küste, sind das Ergebnis von Millionen Jahren Erosion durch die Kräfte des Ozeans. Lima hat eine lange Geschichte von Erdbeben und Tsunamis. Viele Einwohner Limas begegnen diesem Schrecken, indem sie an der Prozession zu Ehren des Señor de los Milagros teilnehmen. Eine Tradition, die auf ein schweres Erdbeben im Jahr 1687 zurückgeht. Am ersten Samstag im Oktober ist die ganze Stadt in Lila gehüllt. Über 1 Million Menschen nehmen an der 24-stündigen Prozession zu Ehren des Herrn der Wunder teil. Eine peruanische Interpretation von Jesus Christus. Diese braunhäutige Statue wiegt über 1 Tonne. Sie wird abwechselnd von Gruppen zu je 32 Menschen durch die Straßen getragen. Die Prozession startet am Nonnenkloster der unbeschuhten Karmeliten und folgt jährlich einer anderen Route. Offiziell geht diese Christusdarstellung auf ein Gemälde eines angolanischen Sklaven aus dem 17. Jahrhundert zurück. Manche Forscher sehen dagegen eine Verbindung zum Erdbebengott Pachacamac aus der Zeit vor den Inka. Nur 50 Minuten von der Innenstadt Limas entfernt, nahe des Lurintals, liegt ein Zeremonienort, wo Pachacamac als wichtigste Gottheit der Region verehrt wurde. Gott des Feuers. Sohn der Sonne, Hüter des Weltengleichgewichts. Die rund 20 Gebäude des Komplexes sind über 1600 Jahre alt. Die Lehmkonstruktion besteht aus trapezförmigen Wänden, die Erdbeben standhalten sollten. Archäologen arbeiten immer noch daran, mehr über die Erbauer dieser wichtigen Zeremonienstätte zu erfahren.